Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Austeritätspolitik in Europa ist an ihr Ende gekommen. Sie hat nicht nur zu erheblichen sozialen Verwerfungen in Europa geführt, sondern auch wirtschaftlich wird immer deutlicher, dass das die falsche Politik ist. Die sozialen Verwerfungen bestehen darin, dass wir eine Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel in Griechenland, in Spanien von über 50% haben, auch in Italien über 40%, dass die Kindersterblichkeitsrate in Griechenland dramatisch gestiegen ist. Es ist in Europa also zu erheblichen sozialen Verwerfungen gekommen. Und diese Politik, das wird gerade aktuell deutlich, führt auch wirtschaftspolitisch zu einem Ende. Die wirtschaftliche Entwicklung in Europa ist höchst besorgniserregend. Wir haben rückgängige Industrieinvestitionen. Die Investitionsbereitschaft ist deutlich gesunken, weil eben diese sogenannte Sparpolitik, die ja in Wirklichkeit keine Sparpolitik war, sondern eine Kürzungspolitik, es würden die Mittel gerade für soziale Ausgaben gekürzt, haben eben auch dazu geführt, dass die Nachfrage geschwächt wurde. Und aufgrund dieser wirtschaftlichen Entwicklung haben wir jetzt in Europa eine Situation, die man als Stagnation bezeichnen kann. Ja, wir haben sogar die Gefahr nicht der Inflation, sondern der Deflation. Es besteht zunehmend die Gefahr, wie zum Beispiel wir es mittlerweile schon in Italien und in Griechenland haben, dass die Preise zurückgehen. Und wenn wir eine stagnierende Wirtschaft haben, wenn wir eine drohende Entwicklung haben, wo die Preise zurückgehen, dann ist das eine höchst bedrohliche Entwicklung. Und von daher brauchen wir eine neue Politik in Europa, die eben für eine Politik der sozialen Kompetenz und wirtschaftlichen Vernunft steht. Dazu sind wir angetreten bei den Europawahlen. Wir als Sozialdemokraten mit unserem Spitzenkandidat Martin Schulz haben diese Mehrheit nicht errungen. Die Mehrheit haben die Konservativen mit Herrn Juncker. Von daher müssen wir im Europaparlament jetzt uns auch auf Kompromisse einstellen. Und wir müssen sehen, was können wir erreichen als Sozialdemokraten. Martin Schulz, der nicht gewählt wurde, setzt sich eben für ein soziales und demokratisches Europa ein. Herr Juncker steht für eine Politik in Europa, wo er versucht, auf einige sozialdemokratische Forderungen einzugehen. Er hat zum Beispiel in seinem Programm betont, dass es ein Beschäftigungsprogramm geben soll. Er hat gesagt, er will die Entwicklung in Europa vor allen Dingen unter dem Aspekt von sozialen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Er hat sich sogar dafür eingesetzt, dass die Troika-Politik ersetzt oder vielleicht sogar aufgehoben werden soll. Das sind Entwicklungen, die wir natürlich unterstützen wollen. Und die Kommission, die diesen politischen Anforderungen gerecht werden soll, muss nun an diesen Anforderungen, die Juncker selber formuliert hat, gemessen werden. Und da gibt es einige Kandidaten, die man eben sehr kritisch sehen kann.